Hallo und herzlich willkommen hier bei Booktrix. Heute geht's weiter in der Survival-Welt und wie ihr sehen könnt, habe ich Enderperlen. 15 Stück, ich habe es endlich geschafft, einen Villager zu kriegen, der die tradet. Und wir haben immer noch unsere Blaze Rods. Und damit können wir jetzt Enderaugen machen. Warte, wie viel brauchen wir? So. Und dann haben wir jetzt die Perlen. Aber bevor wir losgehen, hole ich mir erst noch mal ein paar Sachen. Ich möchte noch mal Pfeile kriegen. Und mal schauen. Wir schauen erstmal in welche Richtung das Auge fliegt. Nordwestlich. So wie es aussieht, habe ich den Stronghold gefunden. Sorry, dass es so dunkel ist. Ich habe keine Fackeln. Oh, das war lucky. Oh, wie viele sind das, bitteschön? Wir haben Glück. Wir haben gar kein Glück. Seht euch das an. Nein. Ein einziges Enderauge. Ich glaube, ich baue mal den Spawn ab. Wir haben nur ein einziges Enderauge. Und das reicht nicht. Uns fehlt genau eins. Okay, die packen wir schon mal rein. Und dann werde ich jetzt mich hier rausbauen müssen. Aber jetzt sollte es... Warte, ich werde mir die Koordinaten hierfür merken. Oh, eine Ozeanruine. Direkt neben dem Stronghold. Davon werde ich auch mal einen Screenshot machen. Okay. Und jetzt schaue ich erstmal nach den Koordinaten für unsere Base, um das eine Enderauge zu holen. Und dann sind wir eigentlich bereit und können ins End gehen. Das wird spannend. So, ich bin wieder zurück. Ich habe meinen Respawn Point gesetzt. Und das letzte Enderauge. Ich habe mir noch mal Infinity auf meinen Bogen gepackt zu Hause. Und ich glaube, ich werde mir noch so ein Pack draufsetzen, damit der Pumpkin nicht so Augen hat. So wie es aussieht, hat das funktioniert. Und so, ich werde noch mal essen.
Das war's. Okay. Ich dachte gerade, ich wäre so am Rand gespawnt, dass ich einfach runterfall. Ender Dragon. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Das ist mein zweiter Innerdrachen-Fight und der erste, den ich in Singleplayer mache. Hier sind die zwei. Ist der explodiert? Hier ist noch ein Kristall übrig. Waren das alle Kristalle? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Nee. Okay, ich glaube, das waren alle. Nein, doch nicht. Noch einer ist da. Ich habe wieder komplett regeneriert, jetzt kann es weitergehen. Ist da oben noch? Oh, nein, 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 nein. So viel fehlt ein Block. Ich brauche einen Dirtblock oder sowas.
So, mit den Blöcken, die mir der Creeper gegeben hat, kann ich jetzt die Treppe zu Ende bauen und meine Sachen wiederholen. Ich weiß nur nicht, wo ich gestorben bin. Ah, hier oben. Das war der letzte Kristall. Jetzt sollte der Drache wirklich keine Chance mehr haben. Wieso bin ich nur so schlecht im Zielen? Oh nein, 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 nein. Oh! Halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz. Mein Bogen hält nicht mehr lange. Bald haben wir die Hälfte geschafft. Mein Bogen muss nur durchhalten. Okay, Hälfte ist geschafft. Nicht mehr lang. Mein Bogen hat nur noch sehr wenig Durability. Hoffentlich geht der Bogen nicht kaputt. Das ist das Einzige, was uns daran hindert, den Drachen zu besiegen. Nur noch 17 Schüsse. Dafür müssen so viele wie möglich treffen. Wir schaffen das. Noch ein einziger Hit. Wir haben es geschafft. Ja. Zwei Schüsse hatten wir übrig auf unserem Bogen. Wir haben es geschafft. Yes.